Der Sexualmediziner gehört zu den Experten am runden Tisch. Klaus Bayer wirbt hier dafür, dass es viel mehr therapeutische Anlaufstellen geben muss. Für die Betroffenen, für den vorbeugenden Opferschutz. Und zwar nicht nur zeitlich begrenzt. Denn die finanzielle Förderung für sein Forschungsprojekt läuft nur bis zum Jahr 2013. Wir müssen uns ja klar machen, dass sowohl opferseitig als auch täterseitig oder sagen wir hinsichtlich der Männer mit pädophiler Neigung, die ja noch nicht Täter sind, aber eine Behandlung anstreben, im Versorgungssystem bisher nicht die Kategorien geschaffen sind, die wir bräuchten, um das in die Regelversorgung adäquat übernehmen zu können. Auch da wäre das Bundesgesundheitsministerium die eigentliche Adresse, die in der Lage wäre, das politisch auch zu befördern. Aber das Bundesgesundheitsministerium sitzt nicht mit am runden Tisch und gibt kein Interview. Diesmal teilt das Ministerium schriftlich mit, es sei wissenschaftlich nicht belegt, dass mit der Therapie pädophiler Menschen Straftaten verhindert werden könnten. Dem Bundesgesundheitsministerium liegen unsere Daten vor, weil wir bei jeder Gelegenheit und es gab Anhörungen beim Bundesgesundheitsministerium, natürlich das auch vorzeigen, wie der Stand des Wissens ist in diesem Feld. Und danach ist klar, dass diese Behandlungen wirksam sind. Wie bei Newman. So nennt er sich seit der Therapie. Diese habe ihn zu einem neuen Mann gemacht. Ein Jahr lang kam er wöchentlich hierher, hat gelernt, sich in Opfer hineinzuversetzen, hat hormonsenkende Medikamente geschluckt und Regeln für sein Leben mitbekommen. Ich lebe heute mit einer Ampel im Kopf. Das ist im Grunde ein Hilfsmodell, mit dem ich Alltagssituationen in den Farben Grün, Gelb und Rot einordne. Also in unbedenkliche Situationen, in Situationen, in denen ich wachsam sein muss und Situationen, die ich halt konsequent meide. Die Ampel im Kopf ist ihm in Fleisch und Blut übergegangen, sagt er. Wären Kinder hier, würde sie gelb blinken. Mit der Therapie hat er sich auch gegenüber seiner Familie geoutet. Die unterstützt ihn und vertraut ihm. Ich lasse zum Beispiel im Umgang mit meiner kleinen Nichte bewusst keinerlei sexuelle Gedanken zu. Sondern ich denke dann an irgendwelche anderen Sachen. Gehe zum Beispiel Liedtexte im Kopf durch. Also, ich habe sie jetzt in der Zeit, keine Ahnung, 10, 20 Mal nackig rumrennen sehen. Klar merke ich, dass ich pädophil bin. Das ist nun mal nicht zu ändern. Ich habe zu ihr die Nähe, die sich für mich als Onkel gehört. Aber ich halte die Distanz, die für mich als pädophil veranlagter Mensch nötig ist. Momente wie dieser sind selten für Nina. Ganz entspannt frühstücken gehen. Der Missbrauch und die Folgen haben schon vieles zerstört in ihrem Leben. Sie war schon einmal verheiratet, in ihrer Heimat. Doch die Ehe ging in die Brüche. Auch ihr Mann konnte mit der Schilderung ihrer Kindheit nicht umgehen. Mittlerweile hat sie einen neuen Freund, auch er ein Missbrauchsopfer. Mir geht es zumindest etwas besser, seit ich eben in einem Umfeld lebe, in einer Beziehung lebe, wo ich mich nicht mehr verstecken muss mit meinen Gefühlen, mit meinen Reaktionen. Die Vergangenheit ist eigentlich nie Thema zwischen uns, sondern eher wirklich die Gegenwart. Ihr Freund hat nach 7-jähriger Suche endlich einen geeigneten Therapieplatz gefunden. Ein Ausnahmefall. Zuvor bekam er von Therapeuten, die er aufsuchte, immer wieder zu hören, sie würden sich mit der Thematik nicht auskennen. Wenn wir die Häufigkeit ernst nehmen, wie wir jetzt mit dem Problem konfrontiert sind, dann müssen wir auch in der Ausbildung dafür sorgen, dass Ärztinnen und Ärzte, Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten wirklich gut ausgebildete, privilegierte Ansprechpartner sind, die hier ein entsprechendes Grundlagenwissen und auch Fachwissen haben. Das Bundesgesundheitsministerium schreibt dazu auf Anfrage,
Die aktuelle Ausbildungsordnung biete in jedem Fall einen ausreichenden Rahmen, die Thematik des sexuellen Kindesmissbrauchs aufzugreifen. Wenn wir angehende Mediziner, wenn wir ausgebildete Mediziner, wenn wir psychologische Psychotherapeuten fragen, was sie in ihrer Ausbildung gelernt haben zu der Thematik, sagen die meisten nichts. Ganz und gar nichts. Andere Menschen kommen als Touristen nach Berlin. Newman, weil er weiter zur Therapie muss. Zur Nachsorge. Einmal im Monat. Das kann er sich nur deshalb leisten, weil er nicht zu weit entfernt lebt. Als ich noch meine wöchentlichen Therapiesitzungen hatte, da gab es Männer in der Gruppe, die dafür extra mit dem Flugzeug nach Berlin gekommen sind. Ein Jahr lang, jede Woche. Einige mussten wegen der Reisekosten von mehreren tausend Euro die Therapie abbrechen. Naja, oder weil sie nicht ständig neue Ausreden erfinden konnten. Für ihre Ehefrau oder dem Arbeitgeber. Auch wenn er mit seiner sexuellen Neigung mittlerweile umgehen kann, er hat weiter Angst, als Pädophiler erkannt zu werden. Deshalb der Kapuzenpullover, die Perücke, Jacke, Hose, Schuhe, Handschuhe. Alles nur für diesen Dreh gekauft. Alles schmeißt er hinterher weg. Sehr viele pädophile Menschen leiden an psychosomatischen Erkrankungen, von Hautausschlag über Migräne. Andere leiden an seelischen Problemen, an Depressionen und Suizidgedanken. Das alles wird behandelt. Die Ursache aber nicht. Newman geht zum Nachsorgetermin. Ein Pädophiler, dem nicht so geholfen wird, trägt ein viel höheres Risiko in sich, eines Tages doch zum Täter zu werden. Da niedergelassene Ärzte und Therapeuten kaum eine Hilfe sind, bleiben nur noch die Hochschulen. Ich will nicht hoffen, dass es ein Trend ist, dass aus den bislang bestehenden 4 sexualmedizinischen Einrichtungen an bundesdeutschen Universitäten, nämlich Berlin, Hamburg, Frankfurt am Main und Kiel, inzwischen nur noch 3 Einrichtungen geworden sind. Nach meiner Kenntnis ist die Einrichtung in Frankfurt inzwischen geschlossen worden, beziehungsweise nicht mehr arbeitsfähig. Die Sexualmedizin in Frankfurt wurde kaputtgespart. Jetzt steht auch die Sektion der Universität Kiel auf der Kippe. Professor Bosinski ist der Leiter der einzigen Einrichtung in Schleswig-Holstein, die sich mit Opfern und Tätern sexueller Gewalt befasst. Er und seine Mitarbeiter gehören zu den wenigen Experten in ganz Deutschland. Vor über einem Jahr hatten wir gezeigt, dass die medizinische Fakultät die Scheine nicht anerkennt, die sich Studenten in den Vorlesungen und Seminaren bei Professor Bosinski erarbeiten. Die Folge? Der medizinische Nachwuchs orientiert sich anders. Ein Grund dafür, dass es zu wenig Ärzte, Gutachter und Therapeuten mit sexualmedizinischen Kenntnissen gibt. Geändert hat sich seitdem nichts. Mittlerweile spitzt sich in Kiel die Lage zu. Die baufällige Uniklinik wird für 38,5 Millionen Euro aufwendig saniert. So sollen private Investoren interessiert werden. Gleichzeitig fährt der Klinikvorstand einen rigiden Sparkurs. Mittendrin die Sektion für Sexualmedizin. Die Abteilung von Professor Bosinski ist vom Aus bedroht. Das Thema wurde bereits im Bildungsausschuss des Schleswig-Holsteinischen Landtages erörtert. Den dort versammelten Abgeordneten erklärte die Staatssekretärin des zuständigen Wissenschaftsministeriums die Sparbeschlüsse. Assistiert von 2 Vertretern der Uni Kiel behauptete sie, das Angebot der Sektion für Sexualmedizin genüge nicht den Qualitätsanforderungen für die Ausbildung von Ärzten. Was heißt das? Ich bedauere, aus dem Ministerium für Wissenschaft, an das ich mich in dieser Frage gewendet hatte, ist mir unter Androhung beamtenrechtlicher Konsequenzen untersagt worden, mich zur Situation der Kieler Sexualmedizin zu äußern. Vor der Kamera wollte die Staatssekretärin ihre Aussage nicht wiederholen.
Die Wissenschaftler der Kieler Sektion für Sexualmedizin betreiben wegweisende Forschung. So haben sie gerade ein weltweit einzigartiges Verfahren entwickelt, mit dem sie die sexuelle Neigung von Menschen bestimmen können, mit bisher nicht dagewesener Exaktheit. Dafür müssen sich die Probanden einer Untersuchung im Magnetresonanztomographen unterziehen. Anhand der Hirnreaktion auf die sexuellen Bilder lässt sich anschließend in einem komplizierten Verfahren errechnen, ob der Proband tatsächlich pädophil ist. Ein sexueller Kindesmissbraucher ist anders zu behandeln, wenn dieser stattgefundene Kindesmissbrauch auf dem Hintergrund einer Pädophilie stattgefunden hat oder wenn es einfach nur eine Ersatztat, also einfach in Anführungsstrichen nur eine Ersatztat war. Und bedenken Sie, etwa die Hälfte der Kindesmissbraucher sind nicht pädophil. Die machen das aus irgendwelchen anderen Gründen. Dementsprechend muss die Therapie anders ausgerichtet sein und deshalb brauchen wir ein objektives Verfahren zur Bestimmung der sexuellen Orientierung. Mit den Ergebnissen dieser neuartigen Untersuchung können die Wissenschaftler also eine Therapie viel effektiver gestalten und so auch Opferschutz betreiben. Vor den Abgeordneten im Schleswig-Holsteinischen Landtag sagte die zuständige Staatssekretärin, die Kieler Sexualmediziner würden keinen nennenswerten Forschungsoutput generieren. Ich kann nur wiederholen, dass mir jegliche Aussagen zur Situation der Kieler Sexualmedizin unter Androhung beamtenrechtlicher Konsequenzen untersagt worden sind. Nina hat kaum jemanden, mit dem sie sich über ihr Leid austauschen kann. Bis auf ihren Freund. Den hat sie über ein Forum im Internet kennengelernt. Ein Forum für Betroffene von sexuellem Missbrauch. Das Verständnis, das sie in der realen Welt nicht bekommt, findet sie fast nur virtuell. Also zweimal habe ich in Situationen, die sehr unangenehm für mich waren, da auch ein Posting ins Forum gesetzt, um einfach ein bisschen Unterstützung zu kriegen von anderen Betroffenen. Unter anderem damals in dem Fall, wo ich mit dem Therapeuten so Schwierigkeiten hatte, der meinte, mir hätte der Missbrauch doch gefallen. Über das Forum dieser Seite unterstützt Nina mittlerweile selbst andere Betroffene. Hier diskutiert sie auch mit anderen über den Fortgang am runden Tisch. Es ist eine ganz gute Sache, wenn man zukünftigen Schaden abwehrt, indem man einige der zukünftigen Täter therapiert. Ich glaube aber kaum, dass aus den hunderttausenden Familien, in denen Missbrauch im Moment stattfindet, auch nur einer kommt, um sich therapieren zu lassen. Die meisten dieser Täter sind nämlich gar nicht pädophil, sondern sie wollen in ihrem Lebensbereich Macht beweisen. Das wird aber völlig außer Acht gelassen. Tatsächlich ist das eine Unterscheidung, die in der Öffentlichkeit kaum bekannt ist. Rund 60% der Missbrauchstäter sind nicht pädophil, sondern sogenannte Ersatztäter. Die sind auf altersentsprechende Partner orientiert, haben aber unterschiedliche Gründe, die dazu führen, dass es zu Übergriffen kommt, zum Beispiel bei einer geistigen Behinderung, zum Beispiel bei einer Persönlichkeitsstörung, auch bei soziosexueller Unerfahrenheit. Jugendliche können solche Übergriffe begehen. Und besonders problematisch, Väter, Stiefväter, Angehörige aus sozial belasteten Familienverhältnissen, wo es auch anderweitig zu Grenzverletzungen kommt. Pädophile Männer sind therapeutisch gut zu behandeln, sagt der Experte, schon vor einer Tat. Die Ersatztäter tauchen öffentlich meistens erst nach der Tat auf. Im Gerichtsverfahren. Vor einem Jahr hatten wir berichtet, dort werden nur 13% der Sexualstraftäter begutachtet. Deshalb werden die meisten in der Haft nicht therapiert und kommen so dann wieder in Freiheit. Gekümmert hat das bisher nur Experten wie den Karlsruher Richter Klaus Böhm. Sein Opferschutzverein forderte, dass Sexualstraftäter bereits im Gerichtsverfahren begutachtet werden müssen, damit frühzeitig eine Therapie eingeleitet werden kann. Das Schlimme ist eigentlich an solchen Themen, dass sie eher ein abseitiges Dasein führen,
Das sind keine Sachen, mit denen Sie in der Öffentlichkeit als Politiker groß punkten können. Ganz besonders habe ich mich mit dem Thema nach